So, heute Morgen gibt es nach langer, langer Zeit mal wieder endlich Chiasamen. Und zwar habe ich die eingeweicht. Erst in ein bisschen Wasser und dann jetzt erstmal als Zwischenlösung, bevor ich gar nicht dazu komme, habe ich jetzt hier Direktsaft. Ist mir klar, der ist tot natürlich, der ist abgekocht. Aber trotzdem, erstmal geht es mir darum, überhaupt mal wieder die Chiasamen zu bekommen. Ich mag sie natürlich mit Geschmack am liebsten, ist klar. Ich mache auch manchmal Chia-Schokopudding. Aber jetzt muss das erstmal einfach gehen. Und das werde ich jetzt genießen. Schönen exotischen Chia-Trunk. So, nächster Gang. Bananen-Schoko-Shake. Ja, mein anderer Mixer. Den einen, den benutze ich ungern. Ich habe ja hier den Krups. Da ist das Problem, dass der eben so aufwendig zu waschen ist. Benutze ich ungerne. Und mein anderer Mixer, der hat den Geist aufgegeben. Also habe ich aber hier noch meinen schönen Blender. Nur da passt nicht so viel rein. Da passen jetzt drei Bananen rein. Drei richtig schön große Bananen. Aber da werde ich wohl dann zweimal mixen müssen, weil meine Tochter auch mittrinkt. Da kommt jetzt rein. Natürlich noch Wasser. Ungefähr so anderthalb Tassen. Bisschen Zimt. Und ordentlich Kakao. Ich liebe das. Was esse Ja, manchmal habe ich auch Datteln mit reingemacht. Noch ist im Moment nicht nötig, denn ich habe so schön reife Bananen. Dadurch, dass ich krank war, lagen die sehr lange rum und sind richtig schön sprenkelig. So würde ich sie auch nicht mehr essen eigentlich. Aber für einen Shake ist das genau das Richtige. Ja, wenn man natürlich mal unreife Bananen hat, was heißt unreif, also noch nicht super reif, dann braucht man schon zum Süßen ein bisschen eher was noch rein. Aber heute nicht. Energo. Lecker, 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 lecker. Ja, Portion an Bananen ist dann für heute auch schon erledigt. Ganz wichtig jetzt auch in der Schwangerschaft. Wegen genügend Magnesium. Letzte Schwangerschaft bei meiner großen Tochter musste ich ja immer wegen Wadenkrämpfen Magnesium ergänzen. Aber diesmal bin ich mir sicher, wenn ich das mit den Bananen und so einigen anderen Sachen durchziehe, dann ist das nicht nötig. Kriegt mal alles aus der Nahrung. So, ich möchte jetzt schon was für heute Nachmittag, heute Abend vorbereiten. Und zwar habe ich hier Erdmandeln, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Und zwar wollen wir herstellen eine Erdmandelmilch. Hier drinne sind Erdmandeln. Ich habe jetzt 30 Gramm auf 300 ml genommen und werde einfach nachher mal schauen, wie gehaltvoll das nach Mixen ist. Wird jetzt erstmal ein paar Stunden eingeweicht, weil die sind nun sehr, sehr hart. Ja, und dann wollen wir eine Erdmandelmilch herstellen und entweder nehme ich da ein paar gefrorene Erdbeeren noch mit rein oder gefrorene Himbeeren, also irgendwas Fruchtiges. Lasst euch überraschen, wir sehen es nachher. So, es ist bei uns Mittagszeit. Ja, seit dem Shake sind jetzt 2 Stunden vergangen. Ich esse im Moment ziemlich häufig, gerade wenn ich roh esse. Wenn ich natürlich gekocht esse, ja, dann brauche ich schon so meine 4 Stunden danach zum Verdauen. Aber so Shake und so, das sind 2 Stunden, das ist meistens durch. Also vom Gefühl her. Und es ist jetzt bei mir in der Schwangerschaft auch besser, ja, kleinere Mahlzeiten zu essen. Deswegen nichts mit 10 Bananen auf einmal, ein Shake. Das ist nichts für mich. Also, wie gesagt, wir essen jetzt Salat. Heute mal ein bisschen einfacher. Einfach ein bisschen Grünzeug mit Tomate und Gurke, Zitronensaft drüber. Und dann gibt es gleich eine Zwiebelsuppe mit, ja, so Art Croutons. Ja, einfach ein bisschen Vollkornbrot, ein bisschen in Scheiben noch gebacken. Ja, dass man so ein bisschen was Knuspriges darüber hat. Okay, das zeige ich euch nachher noch. So, da habe ich noch was vergessen. Ja, Sonnenblumenkerne habe ich jetzt noch Hunger. Würde ich mir einfach so eine kleine Handvoll über den Salat streuen. So, vorhin zu der Zwiebelsuppe. Leider wurde nichts aus den Croutons. Da hatte meine Mama schon Käse drauf gemacht. Wollte ich jetzt heute nicht haben. Deswegen habe ich einfach. Es sieht jetzt sehr hell aus, aber es ist ein schönes Dinkel-Vollkornbrot. Davon habe ich mir einfach 2 Scheiben, deswegen fehlt jetzt hier auch schon ordentlich was, genommen und einfach ein bisschen eingetunkt. So, war lecker. So, ich habe jetzt die Erdmandeln, eingeweichten Erdmandeln gemixt.
mit dem Mixwerk. Mir ist eingefallen, ich habe das schon so lange nicht mehr gemacht. Vom Blender hier, vom Personal Blender, mit dem Mahlwerk kann man auch die ganzen Erdmandeln erstmal mahlen, sag ich mal. Und dann mit Wasser mixen. So hat er echt ein bisschen Probleme gehabt, hat hier auch wirklich große Stücke gehabt. Also erst mahlen und dann lieber mit Wasser mixen. Das wird besser. Oder ihr nehmt gleich Erdmandelflocken, Erdmandelmehl. Ja, ich mag lieber die ganzen Nüsse, weil das eben einfach dann nicht so... Ja, wenn das so lange gemahlen ist in der Packung, dann geht doch einiges verloren. Aber wie auch immer. So, ich werde das jetzt einfach mal durchsieben hier. Ich habe leider noch keinen so Nussmilchbeutel. Oh, so ein abgebrochenes Sieb habe ich hier. Das wird auch gehen. Natürlich nicht so toll, aber alles machbar. So, fertig durchgesiebt. Da ist es. Schön schaumig. Und das ist der Rest. Der relativ trockene Tresterrest. Ein paar harte Stücke sind noch drin, weil, wie gesagt, Erdmandeln sind ganz schön hart, die Schale. Und das kann man jetzt entweder trocknen oder gleich so verarbeiten. Entweder zu Plätzchen, ob es nun rohe oder nicht rohe sind, Plätzchen ins Müsli reinmachen oder Cracker. Also, was man möchte. Oder trocknen eben, wenn man es nicht sofort verarbeitet. So, ich habe jetzt eigentlich nur ein kleines Problem. Mir sind die Datteln ausgegangen. Ja, dann nehme ich heute mal Reissirup zum Süßen, denn ein bisschen Süßung musste schon rein. Und dann habe ich jetzt hier Tiefkühlhimbeeren, 150 Gramm. Und das werde ich jetzt mal mixen. So, unser schöner Shake ist gleich fertig. Zwei Zutaten kommen noch rein, ein bisschen echte Vanille. Und, wer es mag, einen kleinen Schuss Rosenwasser. So, fertig ist das schöne cremige Shake hier. Ist natürlich jetzt eiskalt wegen den gefrorenen Himbeeren. Das passt super für den Sommer als Drink. Ja, aber heute will ich das schon mal genießen. Heute war auch ein schöner Tag, auch wenn noch Frühling ist. Da merkt man auch sehr schön hier. Für mich und für meine Tochter natürlich auch hier. So. Ja, da schnappt sich schon jemand. So, heute gibt es endlich mal Ananas. Ja, manchmal bin ich echt zu faul, selbst die Ananas zu schneiden, zu filetieren. Und ja, aber jetzt habe ich mich mal überwunden, denn ich habe so einen Hunger da drauf. Ist ja eigentlich auch keine Arbeit, aber ja, man kann auch mal faul, richtig faul sein. Das muss nicht sein. So, fertig ist die Ananas. Das war eine relativ kleine. Aber da freue ich mich jetzt richtig schön drauf. Leute, man merkt, die ist nicht ganz so richtig super reif. Ja, frisch aus den Ländern, wo das wächst. Reif verzehrt ist das natürlich ein Hochgenuss. Aber selbst so ist es ein Genuss.